Hallo, meine lieben Freunde Wasteländer. Wie bereits angekündigt, ein Ende fehlt uns noch. Dann haben wir alle durch. Und das ist das Minuteman-Ende. Ich habe es zwar schon mal gezeigt, weil ich es aus Versehen gemacht habe. Moment, ich muss mal mit Preston reden hier. Hey, ich bin. Was jetzt? Ah, alles gut. Und wir müssen jetzt nochmal die Burg verteidigen. Ich habe es ja, wie gesagt, schon einmal gemacht, weil ich mich da vertan habe. Aber es ist wurscht. Ist eine ganz nette Quest. Ich habe jetzt nochmal den Sprung ins Institut und so weiter habe ich jetzt nicht nochmal aufgenommen. Weil ich mir dachte, das haben wir jetzt zu Genüge gesehen. Habe ich hier eigentlich Ressourcen? Irgendwelche? Nicht wirklich viel, ne? Na, ein bisschen was habe ich. Dann könnte ich nämlich noch ein paar Geschütze vorher aufbauen, weil ich weiß ja, was uns hier erwarten wird. Ich weiß jetzt gar nicht, von wo die überall kommen werden. Aber von da auf jeden Fall. Dann bauen wir hier ein paar oben drauf. Und vielleicht hier vorne noch ein paar. Das ist ja fast eine kleine fiese Idee. Ich weiß natürlich nicht, ob meine eigenen Leute da rausrennen. Ich hätte eigentlich überall genug da, ne? Ach, das braucht wieder Strom. Wie funktioniert denn das? Das schießt so nach vorne, nehme ich an. Okay, aber das braucht halt Strom, das ist auch doof. Wir könnten ja... Komm, das machen wir jetzt schnell. So viel Zeit muss sein. Kurz kratzen, so. So viel Zeit muss sein, dass wir hier so ein bisschen zumachen. Scheiße, das war's aber schon. Weil ich... Was fehlt mir? Beton habe ich heute nicht. Blöd. Blöd, blöd. 13 Uhr. Hier ist Radio Freedom, die Stimme der Minutemen. Keine Meldung. Wir halten euch auf dem Laufenden. Okay, da kann ich noch genau eine solche Falle hier bauen. Braucht Strom. Und hier dahinter... Würde ich gern diesen Scheiß bauen? Ich hoffe wohl, dass sie dann auch hier schön brav da vorne durchlaufen. Okay. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen für Verteidigung gesorgt. Schauen wir mal, ob die Fallen auch funktionieren. Dass du es rechtzeitig geschafft hast, General. Schätze, wir werden gleich erleben, ob die neuen Minutemen der Herausforderung gewachsen sind. Na, ganz bestimmt. Eine Menge dieser Krähendinger des Instituts haben in der Gegend rumgeschnüffelt. Scheint, als wolle das Institut uns ausschalten. Wir haben Freiwillige einberufen, wir haben also genug Leute. Mal sehen, wie sich die Grünschnäbel im Kampf schlagen. Ich denke, unsere Verteidigungsanlagen sind gut. Aber es schadet sicher nicht, wenn du dich mal umsiehst und Schwachstellen ausbesserst. Ich hab doch die Leuchtpistole, oder? Nicht verschwenden, oder?
Rufen wir einfach mal Verstärkung, das müsste ja gehen, ne? Warte, ich habe 54 von den Granaten, really? Okay, sie kommen von da vorne. Wahrscheinlich kommen die gar nicht so weit. Die Volldeppen rennen selber durch. Oder? Nee! Hey, es hat einen erwischt, es hat einen erwischt! Wer schießt denn da? Ich seh's nicht mal. Ah ja, der Depp. Und du rennst auch voll durch. Ich finde die Mod übrigens richtig cool mit den neuen Midman-Klamotten. Komm, die sollen von hier vorne aus angreifen. Schön in die Falle rennen. Also es könnte wirklich sein, dass ich mit dem Ende vielleicht bleibe. Es kommt jetzt wirklich drauf an, wem wir letztendlich alles ausschalten müssen dann. Oh, Runner. Wo ist der Runner? Greifen wir jetzt mal noch Nuka-Cola oder sowas rein. Nuka-Cola Quantum müsste ich ja etliche haben. Ich hätte gern mal einen schönen View, wenn ich so ein... Wenn ich da irgendwie gerade mit Wets arbeite. Ich möchte ein paar Bilder machen. Wo ist denn noch einer? Ah, das ist wieder irgendein Runner, wa? Wo ist er denn? Ah. Hör auf, dich zu heilen. Kommen sie von da auch wieder? Nee, wa? Na komm. Oh, jetzt kommen sie wieder von da, okay. Verdammter Runner.
Ah, oh, diese verdammten Runner, die sind... Was haben die eigentlich für üble... Drei! Alter, really? Ah, ich komme nicht weg. Nein, 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 so nicht, meine jungen Freunde. Ah, woher denn schon wieder? Es war ein harter Kampf, aber ich wusste, dass die Minutemen es schaffen würden. Was? Dachtest du etwa, ich würde einfach abhauen? Ich muss sagen... Mir gefallen die Minutemen auch nur jetzt so viel besser durch eine Mod. Ich meine, seht sie euch mal an, sie sehen viel cooler aus als die Standard-Minutemen. Hier mit Rüstung und allem drum und dran, das sieht doch geil aus. Verdammt, das war beängstigend. Hi, Ronnie. Das Institut wird sich die Sache zweimal überlegen, bevor es sich erneut mit den Minutemen anlegt. Ich habe gehört, dass du nach einem Weg suchst, diese Ratten direkt anzugreifen. Ich hoffe, du hast bald Erfolg damit. Ich würde mich gern nochmal mit ihnen anlegen. Dann würden wir ihnen richtig in den Hintern treten. Ich glaube, Preston wollte mit dir reden. Vielleicht hat er ein paar gute Neuigkeiten. Preston? Wo ist denn Preston? Hört zu, Frischlinge. Das Institut dachte, es könnte uns rumschubsen, aber wir haben ihnen das Gegenteil bewiesen. Nächstes Mal werden wir den Kampf zu ihnen bringen. Mal sehen, wie ihnen das gefällt. Wir haben heute viele gute Leute verloren. Vielleicht fragt ihr euch, warum ihr überlebt habt und eure Freunde nicht. Die Antwort auf diese Frage übersteigt meine Gehaltsstufe. Ich kann euch nur sagen, es ist an uns dafür zu sorgen, dass diese Opfer einen Sinn haben. Aber wir haben keine Zeit, unsere Verluste zu betrauern oder unseren Sieg zu feiern. Wir sind die Minutemen, verdammt nochmal. Und das heißt, wir müssen jederzeit bereit für den nächsten Kampf sein. Also zurück an die Arbeit, Leute. Jawohl. Hey, was gibt's? Es ist an der Zeit, dass wir das Institut direkt angreifen. Ich habe ein paar gute Neuigkeiten für dich. Sturgis hat einen Weg ins Institut gefunden. Wir können mit dem Angriff beginnen, sobald du den Befehl dazu gibst. Wir haben die Truppen des Instituts besiegt und sie... Und was ist das für ein geheimer Weg? Er hat die Daten analysiert, die du mitgebracht hast. Da war auch eine Karte des gesamten Gebäudekomplexes dabei. Er hat einen alten Tunnel gefunden, der noch zur Oberfläche führt. Kühlwasser für den Reaktor. Ich schätze, dass du so reinkommst und den Teleporter sichern kannst. Dann können wir mit ihm unsere restlichen Truppen holen. Wir kämpfen uns zu ihrem Reaktor vor, platzieren eine Sprengladung und verschwinden wieder. Haben wir denn genug Leute für den Angriff? Ja, ich glaube jetzt schon. Zumindest genug, um uns zum Reaktor vorzukämpfen. Und mehr ist ja nicht nötig. Die Details hat Sturgis für dich. Ich sorge dafür, dass die Minutemen bereit sind, auf dein Signal ins Institut hinein teleportiert zu werden. So. Minutemen Combat Armor. Kann ich die eigentlich da drüber anziehen? Ja, mit der Mod kommen natürlich auch viele Outfits dazu, ne? Also das finde ich auch ziemlich nice. So das Jumpsuit. Minutemen Light Outfit. Auch cool.
Minuteman Outfit, das ist so das ganz normale, nur ein Recolor. Minuteman Winter Jacket in Jeans. Hat auch was. Ja, und dann natürlich meine Generalsuniform. Die Frage ist, ob ich das dazu anziehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Right Arm Minuteman, okay. Left Leg, Right Leg. Left Arm, wie sehen wir denn aus? Ganz annehmbar noch. Machen wir noch ein bisschen extra Rüstung, warum nicht? Also dann quatschen wir doch mal mit dem lieben Sturges. Was er da für uns hat. Aber es ist schon mal ein guter Anfang für das Ende, dass wir direkt zum Institut wollen. Dass er jetzt nicht irgendwie kommt, Manche Tage sind hart. Aber selbst die sind mit der Zeit immer einfacher zu ertragen. Was ihr tut. Danke. Gut zu wissen. Nicht vergessen. Unterstützt eure Minutemen vor Ort. Wir brauchen mehr Leute wie dich. Hier, nimm das. Ich hoffe, es wird euch nützlich sein. Ja? Bin ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, es sieht jetzt nicht so aus, zumindest bis jetzt, dass da noch irgendwas kommt, Bruderschaft oder sowas töten. Ich hoffe, dass es nicht kommt. Hey Boss, ich hatte gehofft, dass du mal vorbeischaust. Ich habe einen Weg ins Institut gefunden. Was war auf dem Holoband? Die Daten, die du aus dem Institut geholt hast, enthielten auch einen Plan des gesamten Gebäudekomplexes. Einschließlich der älteren Teile, die noch zum CIT gehörten. Offenbar nutzen sie noch immer ein altes Wasserrohr, das in den Fluss mündet. So bekommen sie Kühlwasser für den Reaktor. Der Zugang liegt unter Wasser und wird durch ein Sicherheitsgitter blockiert. Außerdem ist das gesamte Rohr mit der Warnung hohe Strahlenbelastung markiert. Einen anderen Weg hinein konnte ich nicht finden. Es heißt also entweder so oder gar nicht. Wie komme ich durch das Sicherheitsgitter? Ach so, ja, ich habe den Code gefunden, mit dem es sich öffnen lässt. Du musst also im Grunde nur den Weg hinein überleben. Sobald du drin bist, musst du auf die Hauptsteuerung des Transmitters zugreifen und dieses Holoband benutzen, um die anderen ins Institut zu teleportieren. Ja? Zielsequenz des Instituts. Verschafft dir Zugang zum Institut. Alrighty. Dann können wir das eigentlich direkt... Ja, ich glaube, das können wir... Oder mache ich ein Päuschen? Wollte eigentlich zwei Folgen draus machen. Komm, machen wir auch. Dann gibt's das letzte mögliche Ende im Spiel, zumindest von dem ich weiß, in der nächsten Folge. Macht's gut!